Ey Leute, ich bin hier gerade auf Google Maps unterwegs und habe hier in der Nähe was echt ziemlich krasses entdeckt. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Das sieht irgendwie aus wie so eine alte Fabrikhalle oder so. Sollen wir das Ding mal erforschen? Sollen wir da mal hin? Habt ihr Bock? Klar, bin auf jeden Fall dabei. Ja, da bin ich sofort dabei. Das ist mega die coole Idee. Ich komme direkt mal rum und bin dabei. Geil, da möchte ich übertrieben gerne mit. Wartet auf mich, okay? Und brauchst du irgendwas? Soll ich irgendwas mitbringen? Geht das Gerücht rum, Freunde, dass hier einer mit einer Mistgabel rumrennt und die Leute vertreibt. Da gibt's einen Bunker. Das heißt, die Treppe hört hier auf. Hier darf man nicht runterfallen, verdammt. Da vorne ist jemand. Hier geht's hoch, hier geht's hoch. Ein unfassbar geiles Gefühl, hier oben zu stehen gerade, ne? Ist wirklich, wirklich richtig heftig. Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es mal ein Lost Place, Leute. Ihr habt es euch gewünscht, ihr wolltet es lange wieder sehen. Ein neues Lost Place. Ich bin auf jeden Fall mit ein paar nicen Leuten am Start und ich habe gerade schon versucht, ein paar Drohnenaufnahmen zu machen, aber die Drohne wollte einfach nicht weiterfliegen. Also es ist irgendwie wirklich komisch, aber anscheinend darf man über diesem Gebiet keine Drohne fliegen. Ich weiß nicht, was da los ist und warum und wahrscheinlich ist es irgendwie gesperrt oder so, weil es eine alte Fabrikhalle ist, wo wir jetzt hingehen. Auf jeden Fall sehr schade. Ich versuche später nochmal die Drohne steigen zu lassen, aber jetzt gehen wir erstmal rein und ja, mal schauen, was wird. Viel Spaß, Leute. So Leute, wir haben den Eingang gefunden. Der Chris geht mal vor, der Tapfere. Und er bleibt direkt hängen mit seinem Rucksack. So, wir schauen jetzt direkt mal hier in die erste Halle rein. Sieht ja schon mega cool aus. Krasser Scheiß. Boah, cool. Ja, das sieht doch schon ziemlich fresh aus hier. Also eine riesengroße Halle. Schon eine echt riesengroße Halle. Da vorne geht's noch hoch. Ne, die Treppe ist auch schon ganz kaputt hier. Würde ich eigentlich gerne hochgehen, aber das hält nicht mehr, meine Freunde. Das hält nicht mehr. Nee. Das ist kaputt. Wollen wir mal weitergehen hier? Oh, pass auf, dass du in nichts reintrittst, ne? Ja. Nee. Oh, warte mal, hier geht's aber schon ab irgendwie. Oh, pass auf, hier liegt überall Glas rum. Hallo. So. Einfach nur so Räume hier. Hier sind noch zwei Räume. Ah, guck mal. Toilettenräume. Hier müsste auch mal ein bisschen geputzt werden, glaube ich. Alles schon zerstört. Die ganzen Klos sind richtig zerstört hier. Steht eine alte Spraydose. Haben ja wahrscheinlich alles mit der Spraydose voll. Was steht da? Frohe Weihnachten, euch alle haben euch all lieb. Okay, ja. Eine alte Tür liegt hier rum. Und hier sind dann wahrscheinlich die Frauen-WCs. Sehr, sehr schön. Wenn du auf Toilette musst, hier. Tatsächlich. Dann gönn dir. Oh, ah, nee, nicht hier, das ist die Herrentoilette. Was sind das hier für Dinger? Ist das? Guck
komisches Zeug. Weißt du, was das ist hier? Diese Dinger? Kann sein, dass das von früher ist, das nicht, das ist. Nee, das sieht relativ neu aus, ne? Hm. Da vorne ist auf jeden Fall der Sicherungskasten. Nur ohne Sicherung. Das ganze Kupfer. Genau. Stimmt. Guck mal, hier seht ihr diese ganzen Kabel. Das waren alles Kupferdrähte. Und die sind halt eine Menge wert. Und dann waren hier Leute, die haben das alles rausgerissen und das Kupfer geklaut. So, wir gehen jetzt mal weiter. War jetzt gerade in der ersten Halle drin. Die kanntest du ja schon, Chris, ne? Die erste Halle hier. Ja, da haben wir mal gedreht für Bibis Musikvideo. Das hier war die erste Halle. Und jetzt geht's weiter. Erstmal durch den Dschungel hier. Aber da hinten gibt's noch ein paar Hallen auf jeden Fall. Da gibt's einen Bunker. Da möchte ich aber rein. Kann man da rein? Ja, das ist ein Abfluss oder sowas. Ah, hier runter. Oh. Da hat jemand drin geschlafen, glaube ich. Ja, es. Jetzt machen wir keine Angst, ja. Das ist, glaube ich, irgendein Trappenhäuschen oder so, oder? Ist das ein Bunker? Weiß ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass das hier der Eingang ist und das hier vorne dann irgendwie. Ja, aber da oben ist auch noch ein Loch, ne? Da gehen wir weiter. Ja, aber nicht tief. Oh, krass. Aber da geht's auch noch. Da geht's auch noch runter. Ja, ich dich schon hin. Und? Ja, da geht's auf jeden Fall rein, aber. Ist sehr gemütlich. Scheint nicht sehr groß zu sein. Ach, krass. Ja, aber wozu ist dann das? Weiß ich nicht. Naja, da wollen wir jetzt nicht runtergehen, Freunde. Gehen wir wieder zurück hier. Eigentlich wollten wir Lost Places besuchen, jetzt laufen wir durch den Wald. Vorne, ihr könnt es noch nicht erkennen. Jetzt könnt ihr es erkennen, wir haben einen Weg gefunden. Mist, ey. Aber können wir uns da nicht irgendwie durchschlagen? Auf jeden Fall. Klar, wir robben da jetzt durch. Ja, du hast doch glaube, gutes Schuhwerk dafür. Was ist denn hier rechts? Auf jeden Fall, Leute, freut es mich riesig, dass euch mein erstes Lost Place Video so gut gefallen hat. Das war ja mein allererstes Lost Place Video und das ist ja echt sehr, sehr gut bei euch angekommen. Das macht mega Spaß. Also ihr müsst halt auch wissen, dass wir hier nichts kaputt machen oder irgendwie Scheiße bauen. Wir lassen das alles so zurück, wie wir gekommen sind und wollen das einfach nur hier ein bisschen sehen und filmen und ich glaube, die sind durchgekommen. Auf jeden Fall freut es mich mega, dass ihr da Bock drauf habt. Das echt cool findet und ich habe da auch mega Bock drauf. In Zukunft wird da auf jeden Fall mehr kommen, wenn ihr da Bock drauf habt, natürlich. Wollte ich schon mal gesagt haben, vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Und Leute, wir haben es geschafft, Leute. Sehr gut. Hey, wir haben es geschafft. Okay, wir müssen jetzt echt mal ein bisschen leiser sein. So. Okay, Leute, wir sind angekommen am Ziel oder weitergekommen. Krasser Scheiß in das Riesenhallen hier. Kommen wir gucken mal direkt hier rein. Boah, krass. Krass. Boah, wie heftig das aussieht. Das ist ja mega aufgeräumt, ne? Die Hilke hat Angst. Hast du Angst? Es ist auf jeden Fall mega sauber hier, mega aufgeräumt. Gar kein Lost Place Feeling, gar keine Leichen. Was soll denn das? Ich glaube, nochmal frisch durchgefegt. Es geht das Gerücht rum, Freunde, dass hier einer mit einer Mistgabel rumrennt und die Leute vertreibt. Mal schauen, ob sich das bewahrheitet. Ich hoffe natürlich nicht. Aber wir gehen jetzt mal weiter hier. Hier ist es schon gar nicht mehr so aufgeräumt. Hier haben den ganzen Dreck hingescharrt wahrscheinlich. Ist hier ein bisschen Müll? Ja, ein bisschen Müll, ein bisschen Feeling. So, Freunde, ich wage mich jetzt einfach mal alleine hier rein. Dann ein bisschen in Ruhe was entdecken hier. So, Leute. Krass.
Guck mal, hier geht direkt die Bahn lang. Vorne ging direkt die Bahn lang. Es ist ja mega aufgeräumt hier. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst vor dem Typen mit der Mistgabel. Wir müssen hier schon aufpassen. Boah, guck dich das mal an hier hinten. Ey, geiler Scheiß. Tropft es die ganze Zeit von der Decke. Boah, guck mal hier. Was ist das denn Geiles? Hier von der Decke, hier haben sich schon so Stalagniten oder wie nennt man das? Stalaktiten gebildet. Auf jeden Fall aus Kalk, glaube ich. So Kalk. Kalkdinger. Schreib's in die Kommentare, was es ist. Ich habe keine Ahnung. Und hier auf dem Boden liegt auch irgendwie sowas. Getropft ist die ganze Zeit runter. Wieso funktionieren die Dinger noch? Läuft hier noch Strom oder? Ist hier noch Strom irgendwie? Oder ist das einfach nur durch den Wind? Sehr komisch. So, wir versuchen jetzt mal nach oben zu gehen. Das sieht. Kommt man da hoch? Also wir haben den Aufgang nach oben gefunden, damit man dann hier in die zweite Etage oder aufs Dach, ich weiß es gar nicht genau. Ist es das Dach oder die zweite Etage? Guck mal hier. Kommt man nicht hoch? Schade. Boah, aber vorsichtig, ne? Ja, vielleicht gehen wir nicht alles zusammen auf der Treppe. So, ich geh mal vor. Ja, ich komme erst nach hinten rum. So, weil die Treppe wirkt ja relativ stabil, oder? Ja. Stabiler als in dem Geisterhaus. Ja. Ne, Niklas, hier ist Absperrung in der Polizei. Ja. Hallo, nicht so nah. Gleich. Okay. So. Aber hier ist Holzboden, ne? Hier ist Holzboden. Nicht zu nah hinter mir, bitte. Okay, hier ist wieder Steinboden. Hier ist, glaube ich, alles gut. Geil. Schade, ich dachte, wir wären durchgegangen. Ja. Nein, hier kommt nicht viel. Das sieht ja auch cool aus hier. Wie kommt man denn da? Boah. Schön. Also hier war wohl mal Boden. Jetzt nicht mehr. Und hier wäre man dann wahrscheinlich da hinten. Ihr könnt es wahrscheinlich gar nicht sehen. Wenn man dann da hinten irgendwo hingekommen. Ich möchte eine Etage höher gehen. Also hier gibt es noch eine Treppe hier vorne. Noch eine Etage höher. Mal gucken, ob man da irgendwie hinkommt. Von der anderen Seite. Ich kann springen. Ich schau mal. Ich komme wieder runter. Was heißt denn einmal springen? Ah, da vorne ist der Keller. Den Keller möchte ich auch unbedingt. Okay. Das heißt, die Treppe hört hier auf. Ah, da kommt man doch hin, oder? Wasseranschluss direkt da. Oh, pass auf, fall da nicht rein, ne? Das hätte ich jetzt gar nicht gesehen, dieses Loch hier. Komm, was ist denn da doch? Hier vorne. Ach, krass. Sieht man gar nicht auf der Kamera. So, wir trauen uns jetzt mal hier nach oben. Hier ist ein riesen Loch. Hier darf man nicht runterfallen, verdammt. Das ist ein Rucksack, der ist so schwer. Danke. Geht? Komm her. Danke. Also wir haben es geschafft. Das ist aber nicht so schlimm, das geht. Bitte? Geht's noch höher? Ja, es geht noch höher. Soll ich vorgehen? Komm, lass mich vorgehen. Du hast schon das. Ich war nur mutiger vor 4 Jahren. Mhm. So, wir haben es echt geschafft, über diesen Spalt zu kommen. Und auf jeden Fall waren hier noch nicht so viele. Boah, geil, was ist das denn? Was sind das für Dinger? Riesenschränke oder so. Aber hier geht's nicht weiter. Ich glaube, hier wurde irgendwie Strom erzeugt oder so. Hier stehen 3 so riesen Dinger und auf der anderen Seite stehen auch noch so Dinger rum. So. Bringt das denn was, da vorne reinzugehen? Ich weiß es nicht. Oh, bitte fall nicht runter. Nee, ja, ich würde sagen. Ja, aber wir haben es, mache ich nicht.
gehen mal wieder runter, oder? Leute, da vorne ist jemand mit einer Farbrolle. Da streicht gerade jemand irgendwas. Seht ihr den? Was macht der da? Wieso streicht er denn da? Ist es der Typ mit der Mistgabel? Wir glauben nicht. Ja, da gehen wir mal hin, oder? Zu dem netten jungen Mann. Mit der Rolle. Ja, der hat da irgendwas an die Wand gedingst. Da vorne ist jemand. Nee, alles gut, glaube ich. Gehen wir mal hin. Zu dem netten Mann mit der Farbrolle. Boah, sieht schön aus. Der hat wahrscheinlich auch Angst vor uns gekriegt. Hier vorne war er gerade an der Wand. Jetzt ist er wieder weg. Ah, da ist noch welche. Servus. Hallo. Ich glaube, das, Chris, ach, guck mal, das, ist ja das war das Gebäude, oder? Ja, ja, klar, das ist halt von hier, der anderen Seite, ne? Mega sieht das aus. Mega sieht das aus. Hier könnte man jetzt gute Drohnenschutz machen. Fliegt halt hier nicht, ne? Ja, ja. Das Problem. Aber das hier war gerade das Gebäude und hier kommt man, glaube ich, doch nicht rein. Ich würde sagen, wir gehen hier mal rein. Schauen uns das mal an hier. Ist auch wieder alles so aufgeräumt. Ach, guck mal, hier geht's direkt in den Keller. Sehe ich direkt. Hier ist ein Loch. Vorsicht, hier ist ein Loch. Hier geht's runter. Also da sind wir damals. Wo seid ihr hoch? Und dann kommst du oben auf diese. Boah. Ich bin raus. Das war damals schon passend. Warum? Boah. Das Problem ist einfach, das ist alles Holz. Jeder. Boah, Alter, hab ich mich erschrocken gerade. Jede Treppenstufe ist Holz. Scheiße. Wer von euch kommt mit? Keiner. Ich glaube, keiner kommt mit. Ich glaube, dann gehe ich auch nicht. Aber es wäre so geil, ne? Es wäre so verdammt geil. Aber das ist alles Holz da oben, ne? Guck mal, wie schimmelig das. Wie schimmelig das alles ist. Holz würde ich nicht machen, das kann Morse sein. Dann lassen wir das leider. So. Hier ist eine Tür, die sieht sehr zu aus. Ja. Ist die Tür offen? Nee. Wenn, glaube ich, wieder zu zurück oder kommt man hier weiter? Heute haben wir kein Glück mit den Türen. Hier geht's weiter. Wir brauchen keine Türen. Oh, krass. Krass, krass, krass. Oha. Das ist heftig. Oha. Mega. Krass. Aber hier geht's nicht weiter, so wirklich, ne? Da würde ich auch nicht drauf treten. Was ist denn das hier? Ein alter Ofen? Oder? Hm, ich hab ein bisschen Angst. Cool. Mega, aber hier kommt man nicht weiter. Da vorne ist eine Treppe. Guck mal, die Bäume, die hier schon rauswachsen oder reinwachsen. Nee, da ist so eine Plattform aus Metall, aber die ist so schief. Also da rutscht du. Vielleicht kommt man da irgendwie nach unten oder so. So gerne noch irgendwie auf ein Dach drauf oder so. Da stelle ich mir so verdammt geil vor. Guck mal, das da oben. Einfach hier oben sitzen. Das wäre auch krass. Ah, guck mal, hier vorne kommt man rein. Oder ist die so rund? Nee, die Decke sieht so aus, als ob die so war. Ich glaube, die war so. Vorsicht, Nägel, ne? So. Hier steht eine Bierflasche rum. Eine einsame, verlassene Bierflasche.
hier geht's weiter in die anderen Gebäude. Sieht ja auch cool aus hier, ne? Hier geht's runter in den Keller, glaube ich. Ist wieder ein Loch. Das sieht ja echt cool aus. Ja. Was denn? Okay. Das hast du entdeckt. Ich gehe mit dir hoch, okay? Hoch, aufs Dach? Also ich weiß nicht, ob man da aufs Dach kommt, ich bin anders gegangen. Bitte, bitte. Aber wir können mal gucken. Ich möchte unbedingt aufs Dach, Leute. Unbedingt. Oh, geil. Oha, okay. Boah, das sieht ja krass aus hier. Treppe sieht relativ sicher aus. Knackt ein bisschen, aber okay. Das sieht ja mega aus hier. Das sieht ja wirklich mega aus hier. Boah. Mega cool. Die haben das alles kaputt gemacht. Die haben alles kaputt gemacht. Boah, das sieht ja mega cool aus. Die kann man sogar rausgucken. Geil. Sehr, sehr geil. Alles zerstört hier, ne? Das waren, glaube ich, alles so Wände, die einfach Schrott gemacht haben irgendwie, ne? Gehen wir hier vorne weiter. Hier vorne, der ganze Boden ist morsch, weil es hier durchregnet. Weil, Leute, wir sind hier in der ersten Etage. Und es ist ein langer Weg nach unten, glaube ich, wenn man hier durchkracht. Aber es ist alles so komischer Teppichboden. Das waren wohl früher mal Büroräume, denke ich mal. Alles zerstört, alles kaputt gemacht hier. Boah, diese Gänge, das sieht mega cool aus, ne? Mega cool. Hier geht's hoch, hier geht's hoch, hier geht's hoch. Geil. Mega. So ein richtiges Treppenhaus haben wir hier. Und die Stufen sehen sogar sehr, sehr stabil aus. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Jetzt sind wir fast oben angekommen. Boah, krass. Hier ist wieder alles zerstört. Wir sind im zweiten Stock, sind wir. Das sind welche Räume hier. Sehr, sehr geil. Hier geht's noch höher. Echt jetzt? Es geht bis ganz nach oben. Hier geht's noch höher. So, ich glaube, wir haben es gleich geschafft. Boah, guck dir das mal an hier. Chris, wir gehen raus. Oh mein Gott. Ja, Mann. Geil. Wir haben es geschafft. Oha. Wir sind auf dem fucking Dach. Wir sind auf dem fucking... Ist das stabil? Ich weiß es nicht. Wir haben es geschafft, Leute. Wir sind auf dem Dach angekommen. Und hier ist sogar noch eine Leiter. Und hier ist noch eine Leiter, noch höher. Okay. Wie geil ist das bitte? Wie geil ist das bitte? Oha. Erstmal posten, oder? Und ein unfassbar geiles Gefühl, hier oben zu stehen gerade, ne? Ist wirklich, wirklich richtig heftig. Okay, da will ich auch hoch. Mhm. Kannst du mir an einem Ding geben? Oh, ich habe oben auf ein Knöpfchen gedrückt gerade. Ist gut. Da vorne. Mitte? Leute, wie geil ist das bitte? Komm, warte. Komm her. Geht? Ja. Danke. So, Leute, wir sind angekommen. Oben auf dem Dach drauf. Wie geil ist das bitte? Und da vorne rennt irgendjemand rum. Wer ist das? Genau. Wer ist dieser Mensch? Da, da vorne geradeaus. Guck mal, der klettert da gerade hoch. Kann man das sehen? Kann man das sehen? Und dann da. Guck mal, da unten sind die beiden. Chris! Juhu! Hey, was geht?
Mega geil, mega geil. So, jetzt gehen wir wieder runter zu den anderen. Sollen wir die Abkürzung nehmen hier rüber? Dein Ernst? Nee, besser nicht. Nee, wir gehen den normalen Weg. Das ist echt mega cool hier. Also hier möchte ich auf jeden Fall nochmal hin. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so findet. Ob ihr das cool findet. Und lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch für die Aktion. Würde mich mega, mega freuen über euren Support. Müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Hier liegt ganz viel verkokeltes Zeug rum. Also irgendjemand hat hier Feuer gemacht. Sieht echt mega cool aus. Was denn? Sie haben Bilder von uns so. Nee, zeig mal. Ja, man erkennt mich hier, ne? Ich geh mal weiter zum Thorsten. Und jetzt schnalle ich die Kamera mal auf das Ronin und mache ein paar epische und geile Aufnahmen für euch. Ah, da sind die beiden. Guten Tag. Guten Tag. Ausweise bitte. Melle, Freunde, servus. Ach, ich weiß, wo wir sind. Hier vorne geht's ja runter, ne? Hier vorne hört es einfach auf. Fahrstuhl. Chris plus Kati gleich forever. Süß. Hier geht's einfach runter. Guck mal, hier steht sogar, geh weiter, okay. Geh vor. Also hier sollte man auf jeden Fall nicht weitergehen. Sieht alles ziemlich kaputt aus, ne? Kann ich mal dein Ronin ausleihen? Ja, kann ich gerne machen. Solange es noch hell ist. Dann würde ich nämlich jetzt mal das Ronin ausleihen vom Thorsten und ein paar sexy Shots machen für euch. Und ja, sexy Shots, ne? Freunde, ich habe gerade noch ein paar geile Aufnahmen mit diesem wunderschönen Ding hier gemacht. Was ich unbedingt auch haben will, ist von dem da das. Hi, wie geht's dir, Chris? Leute, wir sind fertig hier. Es war ein mega, mega geiler Nachmittag. Also, ich fand es echt geil. Ich war erst ein bisschen enttäuscht, weil diese ganzen Hallen hier so leer gefegt sind. Aber dann sind wir halt hinterher in dieses andere Ding gegangen. Und das sah halt wirklich mega krass aus. Ja, wir haben auf jeden Fall alles so gelassen, wie es ist. Es war sehr gefährlich. Macht das nicht nach, liebe Freunde. Macht das nicht zu Hause. Nee, Leute, macht das wirklich nicht nach. Ist nicht so ganz legal, was wir hier machen. Aber es macht halt einfach so verdammt viel Spaß. Schaut auf jeden Fall beim lieben Chris vorbei, beim Thorsten, bei der Sina. Und die anderen beiden Mädels, die haben, glaube ich, abonniert sie bei Snapchat, bei Instagram. Nee, Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr sowas öfters sehen wollt. Beim letzten Video meinte ihr ja schon, ja, mach sowas unbedingt nochmal. Da habe ich ja auch hier mit dem Chris gefilmt. Schaut auf jeden Fall, wenn ihr das noch nicht kennt, mal vorbei beim alten Video. Und schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr davon mehr sehen wollt, weil ich habe da mega Bock drauf. Und wenn ihr da auch Bock drauf habt, dann ist es perfekt. Deswegen lasst einen Daumen hoch. Ich kann jetzt die schlechten Daumen machen, aber... Hier, lasst den Daumen. Danke. Lasst ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Supportet mich ein bisschen, supportet die anderen ein bisschen, die dabei waren. Und ja, ich würde sagen, wir sind raus. Aus die Maus, tschüss.